Eine Tragödiensatire hat Dmitri Schostakowitsch seine Lady Macbeth von Mzensk genannt. Er zeichnet in dieser 1932 entstandenen Oper mit einer geradezu schonungslosen Direktheit und mit oft schroffen und grellen musikalischen Mitteln das Porträt einer Frau, die Opfer und Täterin zugleich ist. Katharina Ismailova, eine wohlhabende, aber einsame Frau, versucht ihrem tristen Leben in der Provinz, der Dumpfheit und Brutalität, der inneren Leere ihrer Umgebung zu entkommen. Ihre Sehnsucht, ihr Hunger nach Leben, nach Sexualität und Körperlichkeit treibt sie in die Arme des Arbeiters Sergei. Doch dieser hochemotionale Befreiungsakt fordert seinen Tribut. Ihr Verhältnis fliegt auf und macht Katharina zur Verbrecherin. Denn mit den beiden Morden am Schwiegervater und am Ehemann verlässt sie das zivilisierte Leben und verliert jeglichen Halt. Nur noch dem spontanen Überlebensinstinkt gehorchend, wirkt Katharina immer mehr wie ein in die Ecke getriebenes, wütend um sich beißendes Tier. Dmitri Schostakowitsch konterkariert diese zutiefst tragische, blutig düstere Geschichte mit zuweilen grotesken Momenten, mit fratzenhaften Verzerrungen und den Stilmitteln der politischen Satire. Und die Inszenierung von Frank Hilbrich betont diese Kontraste mit seziererischer Schärfe, den schroff gegeneinandergestellten, äußerst realistischen und dann wieder surrealen Szenarien und zeigt uns damit ein Wechselbad der Gefühle und Eindrücke. Der Reiz dieser Oper besteht trotz aller drastischen Elemente auch darin, dass man der gleichermaßen faszinierenden wie beunruhigenden Erlebniswelt einer Mörderin sehr nahe kommt, verstörende Momente erlebt, in denen uns das Triebhafte, das Abgründige im Menschen auf letztlich doch sinnliche, weil musikalisch-theatralische Art ins Bewusstsein dringt.